Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir packen heute mal ein Smartphone aus, was mich in den letzten Jahren sehr interessiert hat, beziehungsweise immer wieder aufs Neue durch seine relativ gute Leistung für einen relativ geringen Preis überzeugen konnte. Die Rede ist vom Moto G, beziehungsweise von der Moto G-Reihe. Wir haben heute hier das Moto G6 und ich bin mal sehr gespannt, was so im Lieferumfang ist. Wir packen das Gerät einfach mal aus und ich schildere meinen ersten Eindruck. Also viel Spaß! Dieses Jahr ist die Packung grün, Motorola ändert ja jedes Jahr ihre Farbe, beziehungsweise Lenovo. Motorola gehört ja zu Lenovo, was wir hier an der Seite auch erkennen können. Hier nochmal Moto G6 Schriftzug und hier hinten auch der Hinweis auf einige technische Daten, scheint aber relativ simpel gehalten zu sein. Und wir gucken jetzt einfach mal in die Packung rein. Ich habe hier dafür mein Unboxing-Messer, übrigens auch in grün, super vorbereitet. Genau, hier ist so ein Motorola-Logo. Mehr gibt es da nicht durchzuschneiden. Also keine Plastikfolie oder ähnliches. Wir machen das Ganze einmal. Genau, so. Und jetzt können wir auch schon den Deckel anheben. Ich bin gespannt. Das Gerät soll ja aus Glas sein, auch aus 3D-Glas. Also ähnlich wie bei den iPhones und bei der Samsung Galaxy Edge-Serie. Beziehungsweise hinten. Ja, die Packung. So. Und da haben wir das Gerät. Wir legen die Box einfach mal zur Seite. Und genau, jetzt haben wir hier auch schon das Gerät. Wir legen das aber auch erstmal zur Seite. Und was auffällt, das Gerät hat eine mitgelieferte Schutzfolie, in der es auch direkt geliefert kommt. Also nur vorne eine Folie zum Abziehen. So, dann gucken wir, was noch weiterhin im Lieferumfang enthalten ist. Hier einmal Hello Moto, wieder in grün. Okay, hier ein paar Bedienungsanleitungen, Readme und so weiter und so fort. Das scheint aber jetzt für uns nicht wichtig zu sein. Dann finden wir hier noch ein USB-C-Kabel, das werde ich auf jeden Fall brauchen, da das tatsächlich mein erstes Gerät mit USB-C ist und ich noch kein Kabel zu Hause habe. Und dann finden wir hier noch das Turbocharge-Netzteil. Auf jeden Fall sehr cool, dass man auch für den Preis Turbocharge bekommt mit Quick Charge, also der Technologie von Qualcomm. So, das war es jetzt eigentlich zum Packungsinhalt. Wir schauen uns mal das Moto G genauer an. So, hier übrigens, habe ich gerade noch vergessen, hier ist ein SIM-Karten-Tool. Da das Moto G ja ein Unibody-Gehäuse hat und man somit die Rückseite nicht abnehmen kann. Deshalb auf jeden Fall sehr cool, dass hier noch ein SIM-Karten-Tool dabei ist. Die Box legen wir jetzt aber erstmal zur Seite und schauen uns das Gerät genauer an. Das Gerät hat ein 5,7 Zoll großes Full HD Plus Display und allerdings relativ dünne Ränder. Also es passt eigentlich schon relativ gut in die Hand. Und ein 18:9 Seitenverhältnis, das ist auch hier die Besonderheit beim Gerät. Wir schauen uns das Gerät mal genauer an. Rechts Lautstärke und Power-An-Knopf. Übrigens, sehr schönes Detail hier bei der Schutzhülle, sind hier auch sogar die Zeichen für Plus, Minus und das Power-Zeichen angegeben. Auf jeden Fall ein kleines, aber feines Detail. Unten dann der Kopfhöreranschluss. Ja, das Gerät hat einen Kopfhöreranschluss. Auch eine Besonderheit in 2018, muss man sagen, aber auf jeden Fall sehr praktisch. Und dann noch den USB-C-Anschluss, über den dann auch Kopfhörer angeschlossen werden kann und das Gerät über Quick Charge aufgeladen werden kann. Hinten die mittlerweile Motorola-typische Kamera, die runde Kamera. Und ja, übrigens eine Dual-Kamera, eine mit 12 Megapixel und eine mit 5 Megapixel. Hier das Logo, das man leider nicht mehr fühlen kann, wie es ja damals der Fall war. Damals eine kleine nette Spielerei, mittlerweile nicht mehr so, aber dafür haben wir auch ein schönes Glasdesign. So, hier oben ist noch ein Mikrofon und der Einschub für die SIM-Karten, also zwei Nano-SIM-Karten und dann noch eine Speicherkarte. Apropos Speicher, das Gerät kommt standardmäßig mit 32 GB internem Speicher und 3 GB RAM. Es gibt aber auch noch eine 64 GB Variante mit 4 GB RAM. So viel dazu. Hier vorne noch die Frontkamera und der Annäherungssensor. Sonst gibt es, hier ist übrigens noch ein Mikrofon, dann wahrscheinlich für die Kameraaufnahme. Und ja, ich werde jetzt das Gerät in den nächsten Wochen testen und wir sehen uns dann mit einem
ausführlichen Review wieder. Ich hoffe, das Unboxing hat euch gefallen und ich konnte meine ersten Eindrücke jetzt schildern. Ich richte das Gerät gleich ein und bin auf jeden Fall sehr gespannt. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Macht's gut und bis dahin. Tschüss.